Stille. Kein Stöhnen, kein Fluchen, keine Ballwechsel sind momentan auf den Tennisplätzen in Baden-Württemberg zu hören. Normalerweise wären sie seit Mitte April wieder freigegeben, aber das Coronavirus hat die Pläne zerstört. Tennisspielen ist hier verboten. Es geht aber auch anders. Auf der anderen Rheinseite hat das sehnsüchtige Warten ein Ende, auch wenn es klare Regeln gibt. Fängt damit an, nur noch zwei Spieler pro Platz, Trainer leicht außerhalb, sodass der Abstand immer eingehalten wird. Aufschläge auf einer Seite ist schwierig, also wir müssen alles getrennt voneinander machen, haben gewisse Dinge verändert, sodass die Bänke auf den Kopfseiten stehen, Handtücher werden auch auf den Bänken benutzt. Einfache Regeln, die großen Nutzen bringen sollen. Denn nur wenn diese Vorgaben eingehalten werden, ist Sporttreiben erlaubt. Zumindest in Rheinland-Pfalz und 4 weiteren Bundesländern. Bedeutet für die Tennisspieler in Baden-Württemberg, weiter warten auf den Tag X. Von Ärger oder Neid ist aber keine Spur. Jedenfalls nicht beim Verein des deutschen Meisters Grün-Weiß Mannheim. Die Spieler sind da, finden das alle in Ordnung, so wie es im Moment ist. Die haben keine Option, es gibt sowieso keine Turniere bis Jahresende. Weltweit gibt es keine Reisefreiheit, insofern sind die jetzt auch nicht unter Zugzwang, jeden Tag trainieren zu müssen. Das ist alles in Ordnung und für die Clubmitglieder auch. Wir bereiten uns auf die Saison vor, wir machen die Trainingspläne, wir versuchen die Einteilung zu machen und wir werden zumindest bereit sein, wenn es dann losgeht. Mehr Klarheit könnte schon die morgige Konferenz der Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel bringen. Aber nur wenn Lockerungen beschlossen werden, kehrt auch auf den baden-württembergischen Tennisplätzen ein kleines bisschen die Normalität zurück.